Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Live the Life. Heute die Kootenai Ice gegen die Spokane Chiefs und erstmals treten wir heute auf heimischem Eis gegen die Spokane Chiefs an. Bislang noch nicht der Gegner der Kootenai Ice gewesen in dieser Saison und es wird langsam echt mal wieder Zeit für einen Sieg. Fünfmal in Folge haben die Kootenai Ice verloren und trotz den zwei Punkten durch Blattmann im letzten Spiel hat es nicht gereicht. Durch unnötige Strafzeiten und natürlich auch unnötige Fehler seitens des Torwarts bei den Ice. Und bislang leider keine Veränderung im Team. Denn es ist nicht so einfach, Ersatz zu finden für den Torhüter. Aber wir sind weiter dran und wir hoffen natürlich, dass wir bald eine andere Personalie auswählen können. Aber jetzt erstmal gegen die Chiefs im Western Final Place gilt es, zwei Punkte mit einzufahren. Und hier haben wir Alexander Blattmann. Der trifft zwar weiterhin und er macht weiterhin seine Assists. Aber es reicht natürlich nicht. Und das sind die Ableger der Montreal Canadiens. Die Trikots ähneln sich sehr. Und Spokane bislang ein Sieg nur in dieser laufenden Saison. Und das sollte doch für uns eigentlich machbar sein. Schade. Und da legen wir gut los. Es muss jetzt einfach klappen, weil es wird schon richtig bitter, gerade gegen die Chiefs sollten wir eigentlich schlagen, denn da gegen uns sollten die nicht unbedingt die Punkte holen. Die haben noch keine Punkte, drei Stück oder zwei Stück glaube ich nur, oder drei. Und die sollen natürlich gegen uns nicht den Anfang machen, das ist ja mal klar. Und wir probieren es mit einem Direktableger. Schade, Montgomery. Komm schon, jetzt, ha, schade. Und ich bin ziemlich, ziemlich nervös. Erinnert mich so ein bisschen an dieses NHL 14 EA Sports Hockey League Together mit Harald Frenkel von Frenkel Frotzelt. Denn da waren wir am Anfang auch übel nervös. Und die Nervosität, die hält sich einfach, denn man will ja auch eine gute Show zeigen, aber irgendwie seht selbst, ob das funktioniert hat oder ob es nicht funktioniert hat. So, ich gehe jetzt erstmal raus. Wenn er mich denn lässt. Und da ist es auch schon. Die Führung der Chiefs. Mike Aviani ohne Assist. Und das ist natürlich wieder einmal mehr. Ach Mann, ey, ich brauche echt den anderen Torhüter. Und der hält gar nichts. Und das gegen die Chiefs. Das darf nicht passieren. Wir müssen unbedingt gegen die Chiefs gewinnen. Oberste Priorität in dieser aktuell laufenden Saison. Aber so wird das natürlich nichts, liebe Freunde der Nacht. Ich probiere es jetzt mal. Viel Energie habe ich leider nicht mehr. Aber dafür umso mehr beim Schuss. Komm schon. Es will einfach momentan nicht rein. Und ich muss wieder raus. Werde ich allerdings erst gehen, wenn wir in der Vorwärtsbewegung sind. Denn das werde ich nicht nochmal mitmachen. Und jetzt aber nicht. Jetzt aber nicht. Komm schon. Ah, Mann. Na gut, jetzt muss ich raus. Da bleibt nichts mehr anderes übrig. Okay. Oh je, oh je, oh je. Leute, Leute, Leute. 300 Minuten noch im ersten Drittel. Und die Spokane Chiefs, die machen das hier sehr gewieft. Kaum vorne. Aber wenn, dann. Und diese 1-0-Führung reicht aktuell, um uns zu schlagen. Oh, 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 Vorsicht, Freunde der Nacht. O'Connor. Und heute wohl einfach nicht der Tag von Kootenai. Oh, das müssen wir abstellen. Und noch haben wir die Möglichkeit. Hä? Wieso bremst der? Habt ihr das gesehen? Komisch, komisch, komisch! Und jetzt ist es durch. Erster Drittel vorbei. 1-0 Führung für die Chiefs. Und die Eis, sie müssen mehr machen auf dem Eis, denn sonst klappt das hier heute nicht. Bis gleich.
So, Freunde der Nacht. 1:0 heißt es nach einem Drittel gegen die Chiefs. Aber das werden wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Wir wollen jetzt zurückschlagen. 5 Siege nur aus den letzten 10 Spielen. Das ist natürlich ganz, ganz bitter nach diesem fulminanten Saisonstart. Aber das ist natürlich auch dem Schwierigkeitsgrad geschuldet. Das macht die ganze Sache natürlich interessanter. Und auch erst sehenswert. Jetzt vielleicht. Komm schon, Reinhard. Ah, schade. Da kriegt er das Ding nicht vorbei. Und da tun sie einfach zu wenig. Die CPUs. Das ist einfach schwierig, wenn man da alleine auf weiter Flur ist. Oh Mann, ey. Komm schon, Reinhard, hol dir das Ding. GGG Montgomery. Ich stehe mit dich. Jetzt aber. Oh. Er kriegt den Direktschuss nicht. Aber wo wir auf jeden Fall eine Besserung brauchen, ist im Tor. Das kann absolut nicht so weitergehen. Und ich muss wieder raus eigentlich, aber jetzt nicht. Ich bin gerade in der Vorwärtsbewegung. Jetzt kommt schon der Volja! Da ist der Ausgleich! Alexander Blattmann mit dem Tor Nummer 28. Und so ist es. 28 Tore, Reinhard und Muth. Schon von der nächsten Reihe mit reingekommen. Und da klingelt's doch. Hervorragendes Solo von ihm, dem Mann mit der 13. Und dann ballert er das Teil an Williams vorbei. Und es ist zumindest mal unentschieden. Hier in Kootenai. Im Western Financial Place. Und jetzt muss es natürlich nach vorne gehen, Freunde. Jetzt wollen wir noch den Sieg. Komm schon. Jelewka auf Mord. Oh, Shirley fängt die Scheibe ab. Oh, gute Möglichkeit. Da war sogar noch der Pfosten mit dabei. Und Moose holt sich die Scheibe zurück. Wunderbares Defense-Spiel. Aktuell bei Kootenai. Und sie können Degeno. Oh, wow, wow, Williams weiß nicht so recht, wo die Scheibe ist. Aber jetzt erstmal Bulli in der Angriffszone. Und ich denke, wir dürfen wieder mitspielen. Montgomery kommt, Reinhard kommt. Und dementsprechend, ah, schade, Riesenmöglichkeit. Hier sehen wir es nochmal. Der Pfostenschuss. Und dann an den Rücken vom Keeper. Und wir sind wieder mit von der Partie. Reinhard am Bulli-Punkt. Ah. Das Bulli geht an die Chiefs. Müssen wir schauen, dass wir in der Defensive gut stehen. Vorsicht, Freunde. Montgomery auf Reinhard. In der Mitte läuft Blattmann. Na komm schon! Schade. 4,5 Minuten noch zu spielen im Mittelabschnitt. Und sehr schöner Bulli. Sehr schöne Puckübernahme von Blattmann. Reinhard auf Montgomery. Komm schon, ich stelle mich dahin zum Nachschuss. Gibt's doch nicht! Immer diese 2-3 Zentimeter, die wir da am Ende falsch stehen. Oh, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hier brennt's. Komm schon. Mann, 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 Mann. Und das ist halt so ein bisschen schwierig. Aber die letzte Minute läuft, die letzten 7 Sekunden. Vorsicht, Leute. Du bist noch drin. Aber das war's. 40 Minuten gespielt. 1-1 zwischen beiden Teams. Noch ist also alles drin und wir können es schaffen. Wir brauchen nur ein Tor und das gegen ein Team, das weit zurückgeschlagen ist. Das ist natürlich nicht gut, aber wir bleiben dran. Bis gleich. So, und jetzt müssen wir noch mal, liebe Freunde, 20 Minuten bleiben noch und wir brauchen noch mindestens einen Treffer, um hier die volle Punktzahl zu ergattern und dass die Spokane Chiefs leer ausgehen. Und das wollen wir doch erreichen. Wir wollen in erster Linie allerdings den Sieg und nicht die Niederlage für Spokane. Was natürlich nur eins mit dem anderen verbunden ist. Komm schon. Ah, Reinhard.
Da hat er die Möglichkeit zum Nachschuss. Und es geht doch wieder in die andere Richtung. Komm schon. Ich gehe ganz links. Ah. Boah. Heftiger Check und da falle ich noch drüber. Na gut. Andere Richtung. Und Vorwärtsgang. Na los jetzt. Das gibt es einfach nicht. Oh, der bringt die Scheibe natürlich raus. Gutes Defensivspiel des Chiefs. Und wenn ihr es dann mal habt und wisst, wer dann wie rein soll, dann bin ich ja auch weiter. Komm schon, hol die Scheibe. Das gibt's doch nicht. Komm schon, Freunde. Ich muss auf jeden Fall raus. So, 11,5 Minuten noch zu spielen und alles A+. Der Trainer vollends mit uns zufrieden. Und das läuft auch eigentlich nicht schlecht. Wir haben heute mal wieder die Möglichkeit, endlich einen Sieg zu ergattern. Es fehlt nur dieses eine Tor. Shirley, jetzt vielleicht. Aber die Chiefs zu defensiv, abgefälscht. Kein Problem, Shirley. Jetzt, er kommt, zieh ab und macht das Ding rein. Oh, der fährt natürlich. Was macht er denn? Ah, das muss mal einer verstehen. Ich fahre auch 20 Runden, bevor ich mal zum Abschluss komme. Gell. Holt euch die Scheibe, Jungs. Shirley, er ist noch nicht dabei. 5:20 noch auf der Uhr. Querpass kommt, aber nicht genau genug. Jetzt geht er vom Eis. Da müsste ich doch. Jawohl, da bin ich wieder. Helefka. Auf Volchak. Boah, war der heftig. Mit aller Kraft kommt er da angesprungen. Was der Pass jetzt soll, verstehe ich auch nicht. Meine Herren, es ist zum Kotzen einfach. Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Okay, Dirk. Jetzt aber Williams holt das Ding aus der Luft. 1:37 noch zu spielen. Boah, ich weiß nicht, was ich noch machen soll heute. Wahnsinnig, wahnsinnig, es läuft nicht. Ich will den Sieg. Und zwar nach regulärer Spielzeit. Boah, das wäre auch fast drin gewesen. Williams mit dem Riesenglück. Los jetzt, hol dir die Scheibe. Na, natürlich nicht. Nein, nein! Es ist nicht zu glauben, jedes Mal, wenn man nur einmal diesen Scheißknopf betätigt, dann ist es eine Strafe. Es ist der absolute Wahnsinn. Und das ist bitter. Das ist ganz, ganz bitter jetzt. Oh, 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 Freunde. Und da ist es. Was eine Scheiße, echt. Und es ist so klar, dass genau diese Penner gegen uns die Punkte holen. Aber auch nur wegen dem verwichsten Torwart. Boah, Wahnsinn, ey. Ich brauche echt einen anderen Keeper. Also nicht, dass er hier jetzt da was für kann, mein Gott. Aber trotzdem. Sind schon viele, viele Spiele auf sein Konto gegangen. Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Die Scheibe. Wir haben keine Zeit. Ah, Geste, ja. Geschieht dir recht. Komm schon, das Solo von Blattmann. Los, jetzt mach rein. Reinhard, wart doch nicht so lange. Und genau deshalb mache ich es alles selber. Mann, ey. Eine bessere Möglichkeit gibt's ja nicht. Oh, tut's wenigstens weh. Wahnsinnig, wahnsinnig. Wir sind 6 Feldspieler. Ja. Komm schon, Nachschuss. Komm schon, wo ist er? Boah, nein! Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig. Ich krieg gleich einen Herzinfarkt, Leute.
Boah, komm schon, da geht noch was. Eric Williams. Der hat natürlich heute einiges rausgeholt, das muss man lassen. Boah, komm schon, 17 Sekunden haben wir noch. Und jetzt muss es schnell gehen. Wo ist er? Reinhard. Wo bin ich denn? Ah, ich stehe am Tor. Komm schon! Los, 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 los! Bring den Puck, bring den Puck! Boah, komm schon. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht, Leute! Gegen diese Mongo-Mannschaft auch noch verloren. Ich krieg die Krise heute. Die Spokane Chiefs! Mit dem zweiten Sieg der Saison gegen die Kootenay Ice und das darf einfach nicht passieren. Vom nächsten Spiel muss was an der Torhüterposition passieren. Diese Pappnase kann ich hier im Team absolut nicht gebrauchen. Egal wie viele Punkte man vorne macht, es reicht einfach nicht aus, um hier gewinnen zu können, weil es einfach schief geht. Aber so ist es. Nummer 6 in Folge verloren und das ist schon ganz, ganz bitter. Bis gleich zur aktuellen Tabellensituation. Oh, Freunde, das macht sich natürlich nicht gut. Und aktuell läuft es einfach nicht. Also sowas Krasses habe ich noch nie erlebt. Und jetzt wieder gegen die Hitmen. Das ist 2, 4, 5, 6 Spiele in Folge haben wir jetzt verloren. Und das muss dringend abgestellt werden. Jetzt haben wir erstmal 4 Spieler auswärts. Kommt natürlich noch hinzu. Aber nichtsdestotrotz, Calgary gegen den Ersten und wir sind auf Rang 7 aktuell dieser Liga. Moose Jaw 2, ihr seht es ja selbst. Und unsere Gegner aus der letzten Partie immer noch auf Rang 10, aber jetzt mit mehr Punkten. Und das hätten wir vermeiden müssen, das hätten wir echt vermeiden müssen, Freunde. Aber so ist es. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.